Mikro müsste an sein und ich hoffe, ihr hört es mich. Im Sinne der Open Source Community hoffe ich, dass es okay ist, wenn wir uns duzen. Für mich ist es auf jeden Fall angenehmer. Und wenn ihr Fragen habt, am Ende dann auch gerne per Du. Ich möchte euch heute auf eine bildliche Reise in den etwas romantisierten Wilden Westen mitnehmen. Mit dem Beitrag, was haben Open Source Software und der Wilde Westen gemeinsam? Habt ihr vielleicht schon Ideen, was diese zwei Universen gemeinsam haben könnten? Könnt ihr einfach gerne rausschreien. Cowboys. Gut, Cowboys, ja, gefällt mir. Freie Wildbahn. Freie Wildbahn, gefällt mir auch, ja. Vielleicht noch eine Idee? Tumbleweed. Ja, das sind wir schon ein bisschen spezifischer, ist heute auch schon gefallen. Für mich ist es unter anderem auch Pioniergeist. Ich glaube, da fühlen sich jetzt alle Open Source Entwickler, die hier im Raum sind, geschmeichelt. Für mich seid ihr alle Pioniere. Aber als Pionier ist man neben Chancen auch gewissen Risiken ausgesetzt. Und um diese Risiken zu vermeiden und die Chancen zu maximieren, gibt es bei Open Source ein kleines Feld der Open Source Compliance. Ich glaube, ich muss jetzt Open Source nicht wirklich im Detail definieren. Ich denke, die meisten von euch kennen die gängigsten Definitionen oder vielleicht sogar die 10 Kriterien von der Open Source Initiative auswendig. Ich habe euch zwei ganz wichtige Definitionen mitgenommen. Zum einen ist das die von der Linux Foundation. Hier möchte ich euch vor allem auf den Satz oder auf das Wort License aufmerksam machen. Also eine Open-Source-Komponente wird immer unter einer gewissen Lizenz offengestellt, an dessen Bedingungen man sich halten muss. Wenn wir uns die Definition des Fraunhofer-Instituts anschauen, dann fasst es der zweite Satz auch relativ gut zusammen. Bei Open-Source geht es nicht nur um das zur Verfügung stellen und manipulieren können vom Source Code, sondern auch um Gemeinschaft, Austausch, eine Community, wie wir es heute auch schon in vielen Beiträgen gehört haben. Ja, was sind so ein paar Daten und Fakten zu Open Source Software? Ist extrem weit verbreitet. Ich glaube, es gibt kaum eine Software, die keine OSS-Komponente enthält oder nur sehr sicherheitskritische Softwares, die keine OSS enthalten. Laut Studien aus 2022 und 2023 kommt Open Source in ungefähr 96% aller Codebases vor. Es gibt Kaufsoftware, kommerzielle Software, die zu 99,9% aus OSS-Komponenten besteht. Also ihr seht schon die Power dahinter. Es hat also eine unglaublich weit verbreitete Nutzung. Monetär kann man auch sehen, was OSS wirtschaftlich für eine Auswirkung hat. Hier gibt es von Harvard eine Studie aus dem Jänner 2024 mit einem großen Disclaimer, dass der monetäre Nutzen von OSS sehr schwer herauszufinden ist, weil es einfach so viele Faktoren gibt. Aber die Kollegen von Harvard, ich nenne sie Kollegen, ich glaube, das schmeichelt jetzt mir, die haben herausgefunden, dass das Neuentwickeln aller gängig verwendeten Open-Source-Software-Komponenten einmalig Unternehmen ungefähr 4,8 Milliarden Dollar kosten würde. Jetzt, um es uns Österreichern, die hier sind, mal bildlich darzustellen, das ist ungefähr Rene Benkos Vermögen bei seinem höchsten Stand. Das ist schon ordentlich viel Geld. Wenn Unternehmen Open Source Software neu entwickeln müssten, jedes Mal quasi, also das Prinzip von Open Source funktioniert nicht mehr, man muss jedes Mal die Software neu entwickeln, dann müssen diese Unternehmen 8,8 Billiarden Euro in die Hand nehmen, Dollar in die Hand nehmen. Da sind wir jetzt schon bei, Daumen mal Pi, 2100 mal Rene Benkos Vermögen. Also richtig, richtig viel Geld. Ja, das heißt, große Chancen, großes Potenzial, großer monetärer Wert auch, wenn man aus Unternehmenssicht dran denkt. Und demgegenüber ist die Challenge, dass es wenig etablierte Compliance-Praktiken gibt. Vielleicht ist euch der Bitkom-Verein ein Begriff aus Deutschland, die jedes Jahr eine Studie herausbringen, den Open Source Monitor. Die befragen über 1000 deutsche Unternehmen verschiedener Größen zu ihrer OSS-Verwendung oder OSS-Entwicklung. Knapp 70% der befragten Unternehmen verwenden OSS, aber es haben nur 32% eine kohärente OSS-Strategie,
Nur 26% der befragten Unternehmen haben Policies, OSS-Policies, die genau besagen, wofür darf man in welchen Fällen OSS verwenden in diesem Unternehmen. Und diese Zahlen zeigen, dass es eben sehr schwierig ist, die Compliance in Unternehmen zu bringen oder auch jedem Softwareentwickler, jeder Softwareentwicklerin die Compliance näher zu bringen. Es gibt auch inhärente Risiken in der OSS-Verwendung für Unternehmen. Die bringe ich euch jetzt gleich näher. Allerdings möchte ich euch noch was zu dem Hampelmann in der Mitte sagen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Nepomuk Trautmannsdorf von der EFS Unternehmensberatung aus Wien. Seit 2 Jahren im OSS-Compliance-Umfeld unterwegs. Wie mein Vorredner hier, absolut kein Techniker. Da habt ihr mir wahrscheinlich einiges voraus. Freue mich natürlich aber, wenn ihr mir technische Tipps geben könnt im Nachhinein. Ja, die Risiken von OSS-Nutzung für Unternehmen oder auch für individuelle Entwickler sind vor allem, wenn man jetzt aus Unternehmensperspektive denkt, image-technisch, sind mit image-technischen Risiken verbunden, da ein OSS-Urheber, wenn man sich nicht an seine gewählte oder ihre gewählte Lizenz hält, ein Unternehmen unter Umständen klagen kann für Schadenersatz oder andere Kompensation. Und das führt natürlich für das in Verkehr bringende Unternehmen der Software, die diese OSS-Komponente enthält, zu monetären Schäden, zu einem möglichen Verkaufsstopp des Produktes im schlimmsten Fall. Wir können uns, glaube ich, alle ausmalen, was passiert, wenn ein Fernseher, auf dem irgendeine Software läuft, nicht mehr verkauft werden kann oder ein Fahrzeug oder eine Waschmaschine, was auch immer. Mittlerweile besitzen ja fast alle Systeme Open-Source-Software irgendwie. Ich habe euch 3 Beispiele mitgenommen. Ich möchte vor allem auf das ganz links eingehen. Das Landgericht Bochum hat vor einigen Jahren einem Kläger Schadenersatzanspruch genehmigt, da ein Unternehmen wissentlich gegen seine Lizenz verstoßen hat. Das war jetzt keine große Summe, aber es ist natürlich ein Präzedenzfall und zeigt, dass das jederzeit wieder passieren kann. Und ganz rechts seht ihr den Fall, da haben 2 Mitstreiter im In-Flight Entertainment in dieser Sektion der Wirtschaft sich gegenseitig geklagt, weil eines davon wissentlich gegen die, ich glaube, GPL oder LGPL-Lizenz verstoßen hat und das Kontrahentenunternehmen hat auf über 100 Millionen Dollar geklagt. Das sind Riesensummen, sehr, sehr schlechte Headlines. Natürlich, wie der Fall dann tatsächlich ausgegangen ist, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, ob die Zahlung stattgefunden hat, ob der Richter der Klage stattgegeben hat, aber schon allein die negative Publicity ist sehr groß. Heißt, Compliance ist jetzt, sollte nicht nur eine Randnotiz sein für Unternehmen und dann tatsächlich auch für Softwareentwickelnde. Es gibt aus meiner Erfahrung 2 Ansätze, wie man diese Compliance in der OSS-Entwicklung sicherstellen kann. Zum einen ist es ein dezentraler Ansatz, also wenn wir jetzt an den Wilden Westen denken, jeder Bürger, jeder Bewohner in diesem Wilden Westen ist für sich selbst verantwortlich und sieht zu, dass er sich oder sie sich dementsprechend gut verhält. Und im OSS-Umfeld heißt das, jeder Entwickler weiß, wie Lizenzen aussehen, welche Bedingungen man sich in der Verwendung einer OSS, an welche Bedingungen man sich halten muss. Kann sehr kompliziert werden, ab einer bestimmten Produktgröße, Unternehmensgröße oder Lizenzvielfalt ist das meines Erachtens nach fast unmöglich, als Individuum zu wissen, woran muss ich mich halten. Deswegen gibt es den zentralen Ansatz, OSS-Compliance in einem Unternehmen sicherzustellen. Und über den möchte ich euch jetzt ein bisschen näher erzählen und euch auch Erfahrungen aus der Praxis mitbringen. In einem zentralen Ansatz sprechen wir in der Theorie, aber auch teilweise in der Praxis von einem Open Source Program Office. Ich habe euch die Definition von der Todo Group mitgenommen, eines OSPOs. Die Todo Group ist eine sehr, sehr wertvolle Ressource, was Open Source Software Compliance betrifft. Ihr könnt gerne auf die Website schauen und euch da schlau machen. Die wichtige Funktion eines OSPOs ist neben der Sicherstellung der rechtlichen Compliance von der OSS eines Unternehmens oder vom Produkt eines Unternehmens auch die Schaffung einer Open-Source-Kultur, die Schaffung von Transparenz,
und das Gründen einer OSS-Community in einem Unternehmen. Also verbunden mit dem Ziel der OSS-Compliance ist auch die Erstellung eines Mindsets im Unternehmen. Es ist quasi ein Sheriff, dieses OSPO ist ein Sheriff in der Stadt des Wilden Westens, der nicht nur streng auf die Regeln schaut und auf die Finger klopft, sondern der in der Theorie und hoffentlich auch in der Praxis ein Good Cop ist quasi. Ja, schon zusammengefasst, der Sheriff im Wilden Westen bzw. das OSPO im Unternehmen sollte ein Good Cop sein. Man sollte gerne den Sheriff besuchen und um Hilfe bitten. Es geht nicht nur um Compliance, sondern auch um Community, um Schulungen, um den Austausch und um die Kultur und das Mindset innerhalb des Unternehmens. Es geht hier um die Vereinigung von Softwareentwicklung und Compliance. Das ist jetzt für Unternehmen, die vollkommen aus der Software-Ecke kommen, vielleicht leichter. Aber ich kenne das aus Unternehmen in der Automobilindustrie zum Beispiel. Da gibt es traditionelle Hintergründe. Man sagt manchmal etwas despektierlich Blechbieger-Hintergründe. Die kennen die Wahrheiten und die Umstände von Softwareentwicklung noch nicht. Das sind Maschinenbauer, die wissen noch nicht, wie diese andere Welt aussieht, wie schnell die Update-Zyklen bei Software sind und wie schnell das Reagieren auf Fehler und Bugs sein muss. Und ein OSPO kann diese zwei Welten in Embedded-Systemen eben überbrücken. Sehe ich als eine Aufgabe vom OSPO. Innerhalb eines Unternehmens wird die Compliance am besten sichergestellt durch verschiedene Dimensionen, durch Prozesse, die man etablieren kann, durch natürlich Methoden innerhalb dieser Prozesse, durch Tools, Scanning-Tools zum Beispiel, ich glaube viele gängige Scanning-Tools sind euch ein Begriff, aber auch so Issue-Tracking-Tools, die den ganzen Prozess verfolgen und transparent machen. Und was ganz wichtig ist, ist im Unternehmen eine gute Struktur aufzubauen, um die Compliance sicherzustellen, also Rollen zu schaffen zum Beispiel. Und letztendlich, ich möchte das Wort Lobbying nicht unbedingt in den Mund nehmen, aber das OSPO soll auch die Interessen der OSS-Community im Unternehmen vertreten. Ich habe die Todo Group schon angesprochen, habe die Folien auch schon hochgeladen, schaut gerne vorbei auf der Website von den Kollegen und Kolleginnen. Hier gibt es Guides, Case Studies, Best Practices und auch eine ansehnliche Mindmap, was alles in so ein OSPO hineinspielt. Und eine bisschen alarmierende Zahl, auch vom Bitkom Open Source Monitor von 2023. Hier haben nur 7% der über 1000 deutschen befragten Unternehmen angegeben, dass sie bereits ein OSPO etabliert haben. Ist natürlich keine schöne Zahl. Ein OSPO ist auch nicht für jedes Unternehmen ein Muss. Also ein 5-Personen-Unternehmen braucht jetzt kein großes Open Source Program Office. Aber ab einer gewissen Größe, wie ich vorher schon erwähnt habe, sehr, sehr ans Herz zu legen. Und jetzt kommen wir zum Praxisteil oder zum Erfahrungsaustausch. Da möchte ich euch gerne auf die Reise in ein Städtchen mitnehmen im Wilden Westen. Zwei Versionen des gleichen Städtchens. Wir haben einmal Dystopia City, das Unternehmen vor der Einführung eines OSPOs oder vor der Einführung von OSS-Compliance darstellen soll. Und dann haben wir Utopiaville. Utopiaville ist die Zukunftsvision der gleichen Stadt, wo OSS-Compliance ernst genommen wird und wo daher OSS-compliante Produkte ausgeliefert werden und der Sheriff seine theoretische Rolle auch praktisch ausführt. Ein kleiner Disclaimer meinerseits, das sind jetzt subjektive Erfahrungen aus den letzten Jahren, hauptsächlich aus Branchen, die nicht nur reine Software produzieren, sondern Software in Produkte integrieren, in ein Fahrzeug oder in eine Nähmaschine oder solche Sachen, also Embedded-Systeme, aus Unternehmen verschiedener Größen und mit teilweise sehr einzementierten Strukturen. Falls jemand von euch in einem Konzern arbeitet, dann versteht er oder sie, was ich damit meine. Ich glaube aber, dass sich
die Erfahrungen von euch in OSS Compliance, wenn ihr schon welche habt, mit meinen Erfahrungen relativ gut überschneiden, weil die gleichen Probleme finden sich oder Herausforderungen finden sich eigentlich bei allen. Und man kommt von Dystopia City nach Utopiaville mit einer Reihe aus Good Practices, mit einer Reihe aus Werkzeugen, die man nach und nach gemeinsam etablieren kann. Diese Werkzeuge können wir in drei Kategorien einteilen. Once again, es kann sehr gut sein, dass ihr vielleicht noch andere Kategorien kennt aus den letzten Jahren und von den Unternehmen, wo ich dabei sein durfte, kann man das ganz gut in Kultur und Mindset, in Governance und in Software Development und Tooling unterteilen. Mir sind die Dimensionen Kultur und Mindset und Governance am nächsten, einigen von euch vielleicht das Tooling. Genau. Wie kommt man jetzt von einer Dystopia City, in der das Mindset vielleicht dieses Blechbieger-Mindset ist, in der die Entscheidungsträger nicht wissen, dass Open-Source-Software enormes Potenzial hat und dass man sich aber bei diesem Potenzial dennoch an Lizenzbedingungen halten muss und an auch Normen in der Community halten muss. Wie kommt man von so einem Unternehmen in Utopiaville, wo alle wissen, OSS ist toll, OSS ist vielleicht sogar ein strategischer Vorteil, OSS ist einfach ein kulturelles, gemeinsames Entwickeln von innovativen Lösungen. Das schafft man, indem man zum Beispiel sehr starke Kommunikationsoffensiven im Unternehmen durchführt, Auftritte in internen Terminen. Vielleicht ist jemand schon von euch in PI-Plannings gesessen und arbeitet nach SAFe oder nach Scrum. Immer gut in so großen Terminen, wo sich sehr, sehr viele Softwareentwickler und Entwicklerinnen treffen, einen Auftritt zu haben, um eben die Notwendigkeiten und die Methoden von OSS Compliance hier näher zu bringen. Trainings und Schulungen sind ein weiterer Punkt, wie man diese Kultur und das Mindset in eine Firma bringen kann. Um ein Training zu etablieren, braucht man natürlich zuerst das Buy-in von jemandem. Es muss jemand entscheiden, ja, wir werden ein Training haben. Ein Beispiel, das ich gerade hatte, wir durften ein Training einführen im Unternehmen. Das war sehr, sehr schwierig, weil wir mussten zuerst herausfinden, braucht man dieses Training überhaupt? Das heißt, die Entscheidungsperson wollte wissen, wollen die Entwickler so ein Training haben oder will das Rechtswesen so ein Training haben? Dann haben wir eine Lime-Survey aufgesetzt. Falls jemand von euch gestern da war, da gab es auch schon einen Workshop dazu zum Open-Source-Umfragetool. Über diese Lime-Survey haben wir herausgefunden, es gibt Bedarf an einem Training. Die Kollegen und Kolleginnen wollen das als Web-Based-Training haben. Dann haben wir dieses Training vom Betriebsrat absegnen lassen. Dann sind wir mit verschiedenen Fachabteilungen, dem Rechtswesen und externen Dienstleistern in die Abstimmung gegangen. Was könnte der Inhalt eines solchen Trainings sein? Wie kann der Abschlusstest eines solchen Trainings aussehen? Und so weiter und so fort. Also es gibt da extrem viele Dimensionen, auf die man achten muss, in nur einem Punkt. Ich habe gerade das 5-Minuten-Schild bekommen, ich mache ein bisschen schneller weiter. Das Thema Governance ist die zweite große Säule, wie man OSS-Compliance in ein Unternehmen bringen muss. Man muss die Entscheidungsstruktur und die Entscheidungsträger und Trägerinnen schulen und ihnen klar machen, dass man, um OSS zu verwenden, auch compliant sein muss. Das geht zum Beispiel durch Vorträge von Experten und Expertinnen, die man sich ins Unternehmen holt. Und zum Beispiel könnte man jemand aus der Linux Foundation ins Haus holen oder jemand von renommierten Rechtskanzleien, die dann die Risiken und Chancen näher bringen von Open Source Software. Man kann clevere interne Verrechnungsmodelle aufstellen. Wie bezahlt sich denn ein OSPO? Man könnte sagen, naja, das ist eine interne Servicestelle, die softwareentwickelnden Einheiten bezahlen müssen, intern, damit man dementsprechend ein gutes Staffing hinbekommt. Die dritte Dimension, wie man OSS-Compliance in ein Unternehmen bringen kann, ist das Tooling oder generell zusammengefasst unter Software Development.
Hier geht es wirklich darum, jedem Developer, jeder Developerin unter die Arme zu greifen, klarzumachen, Compliance heißt nicht gleich Umstand oder heißt nicht gleich Software Development macht keinen Spaß mehr. Im Grunde genommen ist das Ziel dieser Säule, möglichst gute Prozesse, Methoden und Tools aufzubauen, möglichst intuitive Lösungen aufzubauen, damit der Entwicklungszyklus nicht verlangsamt wird und damit Entwickler nicht sagen, habt's mir gern, ich habe keine Lust auf Compliance, ich entwickle einfach und am Ende ist es eure Schuld, wenn es nicht compliant ist. Zum Beispiel Integration eines Scanning-Tools in die Entwicklungspipeline, das wäre eine Lösung. Oder man einigt sich auf ein standardisiertes Datenformat, eine Software Bill of Materials im Cyclone DX-Format zum Beispiel. Solche Punkte können schon sehr gut helfen. Am Ende, wenn man all diese drei Dimensionen gut beachtet und hier Werkzeuge aufbaut und diese adaptiv und iterativ verbessert, ich glaube, diese Buzzwords sind uns alle bekannt, dann ist das Ziel, dass Utopiaville entstanden ist mit einem starken, sympathischen, legitimen Sheriff. Dieser Sheriff hat, wie ihr seht, ein Pferd, das heißt, der hat die Ressourcen, der hat eine Toolbox, wo all diese Methoden, Tools, Prozesse und Praktiken drinnen sind und er kann diese Toolbox je nach Umstand einsetzen. Es gibt keinen definitiven Blueprint, okay, ihr müsst X, Y, Z ganz genau so machen, in jedem Fall, um OSS-compliant zu sein. Das ist einfach relativ produktbezogen, Use-Case-bezogen. Daher gebt dem Sheriff eine Box und er oder sie soll dann entscheiden, okay, ich nehme das Tool in dem Anwendungsfall und das in dem. Also kein Blueprint, sondern eine Ansammlung an Best Practices. Ja, die drei wichtigsten Aussagen, die ihr euch mitnehmen könnt, sind, im Wilden Westen wird ein Sheriff gebraucht, um das Zusammenleben zu garantieren und gut zu gestalten, genauso wie in Unternehmen ein OSPO notwendig ist, ab einer gewissen Komplexität und Größe. Der Sheriff sollte ein gewähltes und legitimes Amt sein und nicht nervig, genauso wie ein OSPO auch Legitimität braucht und Buy-in von der Entwicklermannschaft und vom Management. Und der Sheriff setzt die Werkzeuge den Umständen entsprechend ein und genauso werden die Maßnahmen in Unternehmen den Umständen entsprechend umgesetzt und nicht einfach nur ausgerollt, weil es macht immer Sinn. Ja, bin ich auch relativ knapp schon am Ende der Präsentation. Danke fürs Zuhören. Mich wird dennoch brennend interessieren, ob ihr auch Wild-West-Erfahrungen habt oder im Compliance-Umfeld unterwegs wart, vielleicht was Schlechtes erlebt habt oder was Gutes. Gerne in der Pause oder wenn man sich über den Weg läuft oder jetzt noch. Mich würde interessieren, was sind denn in deiner Erfahrung so Kriterien, nach denen festgelegt wird, ob eine Lizenz compliant ist oder nicht? Ist das ein rein binäres Copyleft oder nicht Copyleft oder gibt es da noch mehr Qualitätskriterien? Also das Copyleft oder nicht Copyleft ist natürlich richtig wichtig. Es gibt allerdings andere Kriterien. Ich nenne das jetzt mal Distribution Channel. Darf ich die Frage noch beantworten? Okay, ich nenne das mal Distribution Channel. Also zum Beispiel, wenn eine Software gedacht ist für interne Verwendung, also nicht an Dritte weitergegeben wird, dann kann es sein, dass eine Lizenz unterm Copyleft-Effekt verbaut werden kann in dieses Produkt. Wenn aber klar ist, die Software wird an ein anderes Unternehmen, an den Endkunden ausgeliefert, in dem Fall ist das die Inklusion einer Copyleft-Lizenz in ein Produkt natürlich nicht ratsam oder einfach verboten laut Unternehmensrichtlinien, weil, ja, ich glaube, die Auswirkungen kennen wir alle und das Offenlegen des gesamten Codes und das manipulierbar machen des gesamten Codes für den Endkunden ist einfach in gewissen Fällen ein absolutes No-Go, wenn wir zum Beispiel an ein Fahrzeugsoftware denken. Aber es gibt Unterscheidungen, ja.
Gut. Danke sehr.